Egal ob Bones, Madonna, 65 Goons, UFO oder Cara Delevingne, aus jedem Mund blitzen uns Gold und Diamanten entgegen. Grills gehören genauso zu Hip-Hop wie Rolex und Ice-Out Chains. Aber wer hat eigentlich angefangen, seine Zähne Gold zu machen? Und warum eigentlich? Eigentlich ist alles nur passiert, weil ein Mann im Urlaub seinen Zahn abgebrochen hat. Und ein paar Jahre später hat Hype Hip-Hop die Zähne voller Gold. Wer war dieser Mann? Und wie hat er sich seinen Zahn abgebrochen? Zahnschmuck zieht sich durch die verschiedenen Epochen von Rap und angefangen hat alles mit deinem Mann, Eddie Plein. Da ist er. Er hat sich den Zahn abgebrochen. Okay, krass, Digga. Okay, komm. Kleine Zeitreise. Wir sind im Jahr 1983, der New Yorker ist zu Besuch in Suriname, dem Heimatland seiner Eltern. Er bricht sich einen Zahn ab, geht zum Arzt und der bietet ihm an, eine Goldkrone einzusetzen. Keramikzähne sind zu der Zeit übertrieben teuer, Gold ist ein typischer Zahnersatz und sowieso Surinams Exportgut Nummer 1. Das ist übrigens heute noch so. Eddie hat eigentlich Bock auf einen Goldzahn, aber nicht direkt für immer. Er kommt auf die Idee, dass es eigentlich sowas wie Goldzähne zum Rausnehmen geben müsste. Und schon ist die Idee für Grills geboren. Ah, also so ist es entstanden. Lasst euch mehr Gold im Mund machen. Geht von Weiß weg und lasst euch Gold machen. Zahnschmuck ist gar nicht mal so neu, wie man denkt. Schon vor knapp 3000 Jahren entfernten sich wohlhabende Frauen, da wo heute Italien ist, ihre Vorderzähne und ersetzten sie mit glänzendem Gold. Auch die Maya-Könige bohrten sich Löcher in die Zähne und setzten sich Stücke aus Jade ein. Die Grills von heute, also, find's geil. Seid ihr mal beim Zahnarzt, wie das weh tut, Dicker? Tschüss. Ihr seht, der Scheiß ist Kultur. Schon alle ausgedrippt gewesen. Zahnschmuck hat also auch ohne Gangster-Rap-Tradition. Auch in Südamerika ist Metall im Mund keine Seltenheit und hat in der afroamerikanischen Kultur eine besondere Stellung. Ein trauriger Grund dafür kommt aus der Zeit der Sklaverei. Zahnentzündungen waren damals keine seltene Todesursache. Im Falle des Falles bekamen nur die wichtigsten Sklaven Zahnersatz aus Metall eingesetzt. Bist du ein besserer Sklave, dann kriegst du halt einen Goldzahn eingesetzt. Dadurch ist ja auch irgendwie schon ein Statussymbol, ne? So viel, was in Hip-Hop ist und was wir heutzutage feiern, was uns ein gutes Gefühl gibt, eigentlich aus so schlechten Situationen entstanden ist und aus Missständen bei Leuten. Auch als die Zeit der Sklaverei endlich vorbei war, waren Goldzähne über Generationen im Stadtbild zu sehen. In den 80ern waren hauptsächlich Migranten aus der afrikanischen und südamerikanischen Diaspora mit Goldzähnen zu sehen. Heute vielleicht überraschend, war Gold eine der günstigeren Materialien für Zahnersatz. Darum hatten eher sozial schwache Bevölkerungsgruppen Goldzähne. Und der Look gefiel auch den anderen. Aber für den Hype gibt's noch einen ganz anderen Grund. Hast du dich schon mal gefragt, warum Oldschool-OGs aus den USA immer mit Ketten behängt sind, mehrere Uhren tragen und Ringe an den Fingern haben? Die Polizei kann Konten einfrieren, Fahrzeuge pfänden oder Häuser konfiszieren, also wenn es mit deiner Strafsache zu tun hat. Aber persönliche Sachen nicht. Meistens werden einem die Wertsachen, die man am Körper hat, nach der Freilassung wiedergegeben. Das heißt, du kommst aus der Haft und hast nichts mehr, außer das, was du am Körper dabei hattest. So werden zum Beispiel Grills zum Startkapital von was auch immer. Schlau. Okay, für die richtigen OGs. Ja, das macht Sinn, Digga. Wow. Haben den Loophole gefunden mit diesem Ding. Irgendwie geht's ja bis heute auch so. Also ich meine, Leute kaufen sich heute auch Big-Ass Ice-Out-Chain oder eine Rolex, als in ein Haus oder in ein Auto zu investieren. Gut genommen ist es so, wenn du in den USA im Knast sitzt und rauskommst, bekommst du keine Grundhilfe. Du bekommst ein Busticket, um von der Facility, die meistens auf dem Land ist, zurück in die Zivilisation zu kommen. Und das war's. Start ist von null. Aber zurück zu Eddie. Zurück in den USA beginnt Eddie sein Zahnarztstudium und zieht so lange durch, bis er lernt, wie man Kronen erstellt. Dann bricht er ab und fängt selber an zu experimentieren, vergoldet Zähne und bastelt die ersten Caps. Die ersten gehen an seine Eltern. Dann geht er auf Akquise durch die Blogs zu den Youngsters, die Geld durch Pushen haben und in Goldketten und teure Klamotten investieren. Mund-zu-Mund-Propaganda macht Eddies Goldtief auf den Straßen bekannt. Das ist gutes Marketing auf jeden Fall. Ist schlau, ne? Ein Hype kreiert man am besten um was Mystisches. Und es gibt ja nichts Mystischeres als New Yorks düstere Straßenschluchten mit ihren Goons drin. Ich glaube locker auch der Gedanke, einen Zahn wirst du nicht so abziehen können wie eine Kette. Authentisch? Bis er seinen ersten dicken Fang macht, so ein Rapper aus der Bronx. Just Ice lässt sich Ober- und Unterkiefer vergolden, packt sie auf sein Albumcover und klebt Plakate für Promo. New York ist mit Eddies Grills tapeziert und sein Business geht steil. Auf einmal heißen die Kunden Flavor Flav, Big Daddy Kane, Kool G Rap oder Jay-Z. In New York nannte man die Zähne Goldfronts, aber Grills hat sich im Laufe der Zeit durchgesetzt. Angeblich leitet sich der Name vom englischen Wort für Kühlergrill ab. Bloß, dass du nicht so viel Platz zwischen den Zähnen hast, um Luft durchzulassen. Wer Pimp My Ride kennt, weiß, was die für einen Stellenwert bei den Amis haben. Und was ist der Kühlergrill vom Gesicht?
Richtig, die Zähne. Eddie geht in Dirty South, nach Atlanta. In seinem Shop, Eddie's Gold Teeth, experimentiert er weiter und vergoldet Gebisse von Outkast und Ludacris. Der Hype ist real und seine Family muss von Stadt zu Stadt, um mit den Aufträgen hinterherzukommen. Mann, das ist auch das Schöne in Amerika, ne? Diese Kultur, das lebt da halt richtig. Ich kenne auch den Neffen von Eddie, der ist halt auch komplett mit in das Business eingestiegen. Ey, überleg mal, wie krass das gewesen sein muss damals, ja? Anfang der 2000er explodiert Südstaaten-Rap und mit ihm die Bling-Bling-Szene mehr denn je. Als Nelly 2005 mit Paul Wall, Ali und Gibb Grills droppt, ist alles vorbei. In den Schulen basteln sich Kids Grills aus Kaugummipapier und in den Malls tauchen die ersten One-Fits-All-Grills auf. Ja, das war's halt, ne? Das war der Film. Mein Alma-Mater. Damals South Pole, Everything und dann diese Dinger für den Schoolboy drin, Digga. Ich war anders. Schlecht produziert, hat super ekelhaft geschmeckt, wenn man es im Mund hatte. Aber ja. Bist nie zu jung zum Scheinen. Eddie ist längst nicht mehr der Einzige. Inzwischen ist zum Beispiel auch Johnny Dang fester Bestandteil der Szene. Ich habe Respekt vor seinem Business. Johnny Dang ist ein Playboy, ja. Er ist krass. Ich finde seine Grills furchtbar. Die sind mir zu klobig. Die sind mir nicht detailliert genug. Ich habe nur gehört auf jeden Fall, dass da manchmal nicht so saubere Arbeit geleistet wird. Auch er kennt Goldszene aus seiner Heimat und seiner Family, bevor es Fashion wurde. Heute ist er weltweit der bekannteste in Sachen Grills und hat Kunden von ASAP über Nicki und DaBaby bis hin zu Kanye West. Und glaub mir, da gibt's noch mehr. Bei den Olympischen Spielen 2012 holt Ryan Locke die Gold für die USA. Das Einzige, was noch mehr scheint als seine 24-Karat-Medaille, sind seine Zähne. I don't know. Ich weiß nicht, macht mich gerade ein bisschen ankauft, bei den Typen damit zu sehen. Was hat er da im Mund? Was ist das da? Ist das für eine Leiste? Das ist eine Leiste. Kelleck, Digga, aber es sind doch keine Grills. Das ist bestimmt von Johnny, ja. Also, puh. Und das erste Mal werden Menschen außerhalb von Rap mit Grills assoziiert. Spätestens jetzt sind die Dinger normal in der Welt der US-Stars und Sternchen. Heute hat Katy Perry übrigens die teuersten der Welt. Das sind die teuersten Grills der Welt? Wie viel? $1 Million im Mund mit Steinen. Sieht krass aus, aber kriegt die ihren Mund noch zu? Also es ist übertrieben viel Geld, Digga, so auf der. Aber ich, also wurde noch nicht getoppt bis jetzt, so. Nicht so schöne Grills auch, aber... Semi-problematic, ja. Cancel Culture kann jetzt bitte diesen Chat entern. Aber was geht bei Eddie? 2006 musste er seinen Laden dicht machen. Die Konkurrenz wurde zu groß, die Preise zu billig. Eddie hatte keinen Bock, seine Qualität runterzuschrauben oder geringere Mengen zu produzieren. Dann kommt das Internet als Plattform und er verpasst den Anschluss komplett. Heute produziert er gar keine Grills mehr. Patent! Patent! Er müsste quasi übertrieben viel produzieren, weil viele Leute wollen für wenig Geld Grills haben. Was bedeuten würde, er müsste mit seiner Quali runtergehen, weil er sich dann nicht so viel Zeit nehmen kann und die Technik nicht so gut ausarbeiten kann. Oder er würde mehr machen, schlechtere Quali haben und mehr Stress haben und damit seinen Namen auch kaputt machen. So, ob Eddie selber noch Grills macht, weiß ich nicht, aber sein Neffe führt das auf jeden Fall weiter. Ich glaube, man kommt schon noch an Eddies Gold Teeth ran, wenn die Tasche stimmt. Ja? Deutschland ist von Grills im kompletten Mainstream noch gut entfernt. Also bis wir Helene Fischer oder Günther Jauch mit Gold im Mund sehen, dauert es locker noch ein bisschen. Aber in Deutschrap sind Grills full etabliert. Vor allem Ufo, Luciano, Shindy und Jizzes sind für ihre Grills bekannt und zeigen sie gerne. Den Preis für die beste Grill-Story geht wahrscheinlich an Bones. Er legt sein Gold 2016 im Suff bei einer großen Fastfood-Kette aufs Tablett und schmeißt sie aus Versehen mit der Burger-Verpackung in Müll. Das gleiche passiert ihm davor schon mal, mit den gleichen Grills bei der gleichen Fastfood-Kette, nur in Marokko. Darüber, wie ungesund Grills sind, wird noch gestritten. Grund dafür sind fehlende Langzeitstudien. Laut der American Dental Association konnte noch keine Studie zeigen, dass das Tragen von Grills zahngesundheitliche Schäden verursacht. Ich kenne einige Typen, die tragen Grills und haben starken Mundgeruch. Wenn sich das so darunter speichert und festsetzt, kann ich mir schon vorstellen. Putzt euch eure Zähne, benutzt Zahnseide, macht Mundspülung, morgens, abends bitte. Und wenn ihr eure Grills getragen habt, macht die sauber. So, Leute essen mit Grills. Nicht zu lange tragen, nicht damit schlafen gehen. Meine Güte, ich muss richtig mit Sandstrahler rangehen. Und so richtig so, ich habe so gesehen, wie so Schicht für Schicht das so abplatzt. Also ja, Leute, das ist wirklich schlimm. Passt auf eure Zähne auf. Oder holt euch gleich Perms. Dann seid ihr einbetoniert, dann seid ihr gut für die nächsten 20 Jahre. Trotzdem wird davor gewarnt, dass sich unter Grills schnell Bakterien festsetzen können, die zu Krankheiten am Zahnfleisch sowie Hohlräumen bis hin zu Knochenverlust führen könnten. Ey, am Ende macht die Menge das Gift. Schreib mal in die Kommentare, was du so mit Suriname verbindest und welchen Hype wir als nächstes angucken sollen.